Moin, ich bin Jonas, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um ein paar neue Funktionen in Microsoft Teams. Die neuesten Teams-Updates, die jetzt im Mai bzw. zum Teil auch erst im Juni bei euch angekommen sind, da sind ein paar richtig coole Funktionen bei. Wie ihr jetzt beispielsweise in Präsentationen euch selber in die Präsentation quasi in einem Greenscreen-Modus mit einbetten könnt, zeige ich euch. Außerdem habt ihr ein paar weitere Meeting-Optionen, mit denen ihr eure Meeting-Einstellung noch besser an eure Bedürfnisse anpassen könnt. Außerdem könnt ihr den Abwesenheitsagenten jetzt in Teams einrichten. Auch wie das geht, zeige ich euch gleich. Und es gibt endlich mehr Emojis, damit ihr der Welt noch mehr eure Gefühle während eines Meetings oder im Chat zum Ausdruck bringen könnt. Wie das Ganze funktioniert und wo ihr die Option findet, das zeige ich euch jetzt. Aber vorher denkt dran, lasst ein Like für das Video da, teilt oder verbreitet den Kanal oder diese Videos weiter, abonniert bitte den Kanal, schreibt mir in die Kommentare, ich antworte auf jeden Fall. Ich würde mich auf jeden Fall über euren Support freuen. Und dann schauen wir uns jetzt mal die neuesten Funktionen und Highlights in Microsoft Teams an. Die erste neue Funktion ist auch schon eine der ersten Funktionen, die ganz klar darauf hindeutet, dass Microsoft Teams immer mehr auch die anderen Office-Produkte integriert oder auch auf Zeit ablösen wird. Als erstes zeige ich euch, wie ihr jetzt in eurem Teams-Client Abwesenheitsagenten sowohl für euer Outlook als auch für euer Teams einstellen könnt. Das heißt, ihr kennt die automatische Antwort aus Outlook, die ihr euch einrichten könnt. Ihr findet die automatische Antwort in Outlook normalerweise hier in euren Optionen im Outlook und könnt hier dann euren Abwesenheitsagenten für euer E-Mail-Konto einrichten. Die gleiche Funktion findet ihr jetzt auch in Microsoft Teams. Ihr geht dazu oben auf euer Avatar, klickt da drauf und geht dann auf den Punkt Statusmeldung festlegen. Dann öffnet sich dieser kleine Dialog. Hier habt ihr zum einen die Möglichkeit, eure generelle Statusmeldung festzulegen. Ihr könnt anklicken, ob sie angezeigt werden soll, wenn euch bei so Nachrichten schicken. Ihr könnt außerdem festlegen, wie lange diese Statusmeldung angezeigt wird. Und ihr habt hier unten jetzt den Punkt, planen Sie eine Abwesenheitszeit. Ich klicke da mal drauf. Wir sehen, es geht ein neues Fenster auf. Und in diesem Fenster habe ich jetzt genau diese Möglichkeit, eure Abwesenheitsnotiz festzulegen. Ich aktiviere mal automatisch Antworten. Ihr könnt den Text hier bearbeiten. Ihr könnt festlegen, ob die Abwesenheitsnotiz auch für Personen außerhalb eurer Organisation festgelegt werden soll. Und ihr könnt auch hier den bestimmten Zeitraum, also quasi euren Urlaub, genau die 2 Wochen festlegen, in dem ihr eine Abwesenheitsnotiz angezeigt haben wollt. Dann könnt ihr das Ganze speichern und das wird so für euren Account, das heißt auch für euer Outlook und auch in Teams, entsprechend angezeigt und hinterlegt. Weitere Neuerungen finden wir in den Besprechungseinstellungen in einem Teams-Meeting. Ich bin hier in einem Teams-Meeting, ihr seht das schon, und ich möchte euch mal zeigen, was es jetzt an neuen Optionen gibt. Ihr geht auf dieses 3-Punkte-Menü, dann findet ihr hier die bekannten Dinge, Geräteeinstellungen, den Anrufstatus, auch der ist neu. Hier könnt ihr mal reingehen, dann seht ihr nennenswerte Informationen über Bildfrequenzen, Bildrate, das heißt technische Daten zu eurem Anruf. Auch diese Funktion ist neu gekommen. Ihr habt die Besprechungsoptionen, da schauen wir gleich mal rein. Dann haben wir die Besprechungsnotizen, die kennt ihr schon, die Besprechungsinformationen ebenfalls. Die unterschiedlichen Ansichten, ihr habt die Möglichkeit, euch zurückrufen zu lassen aus Teams jetzt. Das ist auch relativ neu, also dass quasi das Meeting euch anruft auf einer Telefonnummer. Die Hintergrundeffekte, wenn ihr die Kamera anhabt, Live-Untertitel und Aufzeichnung kennen wir, Wähltastatur und auch die Funktion eingehendes Video deaktivieren, um Bandbreite zu sparen, sollte mittlerweile bekannt sein. Wir schauen mal jetzt in die Besprechungsoptionen. Hier habt ihr jetzt seit ein paar Wochen ein paar neue Funktionen. Zum einen habt ihr hier die Einstellung rund um den Wartebereich. Wie genau das sich konfigurieren lässt und Co. habe ich schon mal im letzten Video gezeigt. Da könnt ihr einstellen, wer beispielsweise den Wartebereich umgehen kann und welche Optionen es dort gibt. Außerdem habt ihr hier noch weitere Funktionen rund um die Ankündigung, wenn ein Teilnehmer einen Anruf beitritt oder ähnliches. Ihr könnt jetzt aber auch festlegen, wer in diesem Meeting präsentieren kann. Ob jeder seinen Bildschirm teilen darf oder nur Mitglieder eurer Organisation, nur bestimmte Personen oder nur ihr. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, das Mikrofon aller Teilnehmer komplett zu deaktivieren, also nicht nur alle Teilnehmer zu muten, sondern auch komplett zu sagen, die Teilnehmer dürfen sich gar nicht entmuten oder entstummen, sodass sie gar nichts sagen können. Das gleiche gilt auch für die Kamera. Ihr könnt die Kamera für alle Teilnehmer sperren und ihr habt außerdem die Möglichkeit noch einzustellen, ob der Besprechungschat aktiviert ist, immer deaktiviert ist oder nur in einer Besprechung, das heißt nur während der laufenden Besprechung funktioniert und nicht im Nachhinein weiterverwendet werden kann. Auch das kann recht praktisch sein, gerade wenn man vielleicht Meetings mit Externen hat, wo eventuell sensible Informationen drin sind und ihr nicht möchtet, dass dieser Chat weiterverwendet wird. Außerdem könnt ihr die Reaktionen, das sind diese Funktionen hier oben, deaktivieren für euer Meeting. Aber warum sollte man das tun, denn wir alle lieben Teams.
So, das nächste neue Feature, was ich euch zeigen möchte, das finde ich richtig cool. In Teams-Präsentationen könnt ihr, wenn ihr jetzt euren Inhalt teilt, euch quasi selber in diesen Inhalt reinschneiden lassen, also quasi wie eine Greenscreen-Funktion. Das ist ziemlich cool und macht eure Präsentation noch viel, viel professioneller. Wie das Ganze aussieht und wie das funktioniert, zeige ich euch. So, ihr seht mich jetzt quasi in einem Teams-Meeting, das heißt, ich habe gerade meine Kamera an, ihr seht das Meeting, ich habe hier einen der Standard-Hintergründe und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr quasi, wenn ihr einen Inhalt in einem Meeting teilt, euch selber in diesen Inhalt reinzieht, also mit einem Greenscreen-Effekt. Ihr geht dazu oben auf Inhalte freigeben, das kennt ihr. Hier habt ihr jetzt das neue Inhalte freigeben-Menü, das ist ein bisschen überarbeitet. Ihr habt zum einen hier die Möglichkeit, Computersound direkt mit einzuschließen. Das heißt, wenn ihr irgendwie Audiosignal wiedergebt, könnt ihr quasi den Computersound mit in das Meeting übertragen. Dann habt ihr hier die zwei Bildschirme, die ihr auswählen könnt. Ihr habt das Fenstermenü, da könnt ihr aussuchen, welches Fenster ihr teilen wollt. Das Whiteboard kennt ihr und unten die PowerPoint Live-Präsentation, auch die Funktionen sind bekannt. Hier oben habt ihr jetzt den Moderatorenmodus und hier gibt es jetzt die Möglichkeit, euch im Inhalt anzuzeigen. Ich klicke da mal drauf und dann wählen wir hier mal ein Fenster aus, welches wir zeigen wollen. In dem Fall nehme ich einfach mal diesen Chrome-Tab. Und jetzt klicke ich da drauf und dann seht ihr gleich, was passiert. Zack. Und ihr seht, da sind wir wieder. Und jetzt bin ich hier quasi in dem Chrome-Tab drin. Das heißt, ich bin hier im Browser, kann mich bewegen, ganz klassisch, wie vor einem Greenscreen, kann ich hin und her gehen. Ich kann jetzt hier zeigen, ich kann euch zeigen, hier haben wir die Improved Sharing Teams Meetings Option, genau das, was ich euch quasi gerade zeige, wie das geht, wie das neue Menü aussieht. Und so habe ich quasi die Möglichkeit, mich direkt interaktiv in einer Präsentation zu bewegen, was natürlich einen enormen Unterschied macht als zu dem ganz normalen Kamerabild, was dem Ganzen viel mehr Leben gibt und was ich eine ziemlich coole Funktion finde. Also einfach den Moderatorenmodus und euch dann selber mit reinnehmen. Mein Tipp, eins der coolsten neuen Teams-Features überhaupt. Und die letzte Neuerung, die ich euch in diesem Video zeigen möchte, ist eine für alle, die auch gerne Spaß bei der Arbeit haben, die das nicht immer so ernst nehmen, was wir hier den ganzen Tag tun. Es gibt neue Emojis. Ich weiß, viele von euch haben darauf gewartet. Es gab irgendwie in Teams immer nur so ein paar Standard-Emojis, die es schon bei Skype zum Teil gab. Microsoft hat nachgelegt. Es ist jetzt noch nicht ganz wie bei WhatsApp, aber wir haben hier jetzt endlich ein paar zusätzliche Emojis. Ihr könnt jetzt euren Gefühlen im Meeting oder auch im Chat mehr Ausdruck verleihen mit den neuen Emojis, die hinzugefügt wurden. Die meisten kennen wir von WhatsApp. Die berühmte 100 und eben viele weitere Emojis. Zum Beispiel sowas Cooles hier wie der Mann mit Schnäuzer und Monokel. Also die neuen Emojis, eins der coolsten neuen Feature. Das macht Spaß und verleiht auch jedem Meeting ein bisschen mehr Pep und Spaß bei der Arbeit. So, das waren sie, meine Highlights aus den letzten Wochen, die neuen Teams-Funktionen aus dem Mai, wie ihr jetzt eure Meetings noch besser gestalten könnt. Der neue Präsentationsmodus, den finde ich richtig cool. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr den findet. Generell, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst den Daumen da, abonniert den Kanal, teilt den Kanal, schickt die Videos an eure Freunde oder Kollegen. Ich würde mich auf jeden Fall über euren Support freuen. Ich bin gespannt auf das Feedback, wie ihr die neuen Funktionen in Teams findet. Außerdem bin ich gespannt, welche weiteren Teams-Funktionen uns in den nächsten Wochen erwarten. Da wird es auf jeden Fall auch wieder Folgevideos geben. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, bleibt gesund, alles Gute, bis dann, macht's gut, tschö, mit Ö.